2021 liegt hinter uns. Wir sind in einem neuen Jahr. Und an dieser Stelle erst einmal Prosit Neujahr, wie man bei uns in Österreich sagt. Ich weiß, das ist in anderen Gegenden nicht so üblich. Und das neue Jahr bringt auch ein paar neue Regelungen, neue Dinge, die man wissen sollte, wenn man in Österreich lebt. Und die werden wir uns heute gemeinsam ansehen. Ab 1. Februar gilt in Österreich die Impfpflicht. Heißt, alle Menschen, die in Österreich leben, also deren Wohnsitz haben und über 14 Jahren alt sind, müssen sich einer Impfung gegen Covid-19 unterziehen. Es reicht aber nicht, nur einmal geimpft zu sein, sondern man muss die Impfserie machen mit der ersten, zweiten, dritten Impfung und so weiter, wenn es irgendwann wieder notwendig ist, mit den vorgesehenen Abständen. Ausgenommen von der Impfpflicht sind nur Personen, die in den letzten 180 Tagen genesen sind. Ja, und wer sich nicht daran hält, der muss damit rechnen, dass er alle 3 Monate eine Geldstrafe bekommen kann in der Höhe von bis zu 3.600 Euro. Österreich ist das erste Land, das so eine Impfpflicht jetzt umsetzt. Man wird sehen, wie sie wirkt und was es für Auswirkungen hat. Wenn man ein Produkt kauft und innerhalb von einem Jahr ein Schaden auftritt, dann wird ab sofort automatisch davon ausgegangen, dass dieser Schaden schon beim Kauf bestanden ist. Heißt, der Hersteller muss ein Ersatzprodukt dir anbieten, weil es war ja schon beim Kauf kaputt. Und wenn der Hersteller das nicht will, dann muss er auch wirklich beweisen können, dass du den Schaden hergeführt hast, nachdem du es gekauft hast. Dieses Recht gilt aber nur für wirklich Warenkäufe. Das gilt nicht, wenn du privat etwas kaufst von jemandem bei eBay oder wenn du Immobilien kaufst oder sonstiges, was nicht da offensichtlich drunter fällt unter Warenkäufe. Neues gibt es auch beim Thema Software für mein Smartphone, meinen Computer, meine Smart TV, aber auch bei Cloud- und Streamingdiensten. Hier muss dein Anbieter ab sofort dafür sorgen, dass alle Funktionen, die vertraglich vereinbart sind, auch weiterhin funktionieren und die Sicherheit gewährleistet ist. Das macht er, indem er mir Updates bereitstellt. Und zwar bei einem Dienst so lange, wie ich den Dienst beziehe und bei einem Produkt 2 Jahre lang. Bei Handyverträgen muss mich mein Anbieter ab sofort darauf hinweisen, wenn meine Kündigungsfrist in Kürze ausläuft, damit ich rechtzeitig kündigen kann, wenn ich will. Außerdem müssen Internet- und Mobilfunkanbieter mir meinen Vertrag auch dann weiterhin zur Verfügung stellen, wenn ich umziehe. Sie können nicht sagen, nein, du brauchst einen neuen Vertrag mit vielleicht schlechteren Konditionen. Wenn ich aber umziehe und dort einfach das Internet nicht funktioniert, aus technischen Gründen, dann habe ich ein Recht zu kündigen. Und ein Rufnummernwechsel ist ab sofort gratis möglich. Sobald ich die Rufnummer mitgenommen habe zu einem anderen Anbieter, wird auch der alte Vertrag automatisch gekündigt. Ab Juli kommt die CO2-Bepreisung. Heißt, alles, was CO2 verursacht, erhält einen bestimmten Preis. Unternehmen, die Schadstoffe produzieren und ausstoßen, werden daher etwas höhere Ausgaben haben. Und weil Unternehmen nicht so gerne Verluste machen, werden sie ihrerseits ihre Preise erhöhen und wir als Konsumenten werden mehr zahlen müssen für Benzin, Diesel, aber auch andere Produkte, wo irgendwo in der Herstellung oder im Transport CO2 ausgestoßen wird. Und damit das nicht für uns alle zur finanziellen Belastung wird, gibt es in Österreich ab diesem Zeitpunkt dann auch den sogenannten Klimabonus. Den erhält jeder Mensch, der in Österreich lebt, je nachdem, wo er lebt. In Wien erhält man 100 Euro, weil ich in Wien das finde jetzt relativ gut ist. Und irgendwo in der Pampa erhält man bis zu 200 Euro, weil dort sind die Leute laut unserer Regierung auf das Auto angewiesen und brauchen deshalb mehr Geld, um diese teureren Benzin- und Dieselpreise zu verkraften. Ab März wird in ganz Wien das sogenannte Parkpickerl gelten, also auch in den letzten Bezirken wird eine flächendeckende Kurzparkzone eingeführt. Gleichzeitig werden auch in Gemeinden in Niederösterreich rund um Wien eigene Regelungen kommen, um die Verkehrsveränderungen abzufangen. Wird auch spannend. Im Herbst 2022 werden wir wieder unser Staatsoberhaupt wählen. Momentan weiß man noch nicht genau, ob der aktuelle Bundespräsident Alexander Van der Bellen wieder antritt. Falls nicht, wird es auf jeden Fall jemand Neues sein, der dann ab 2023 in der Hofburg als Bundespräsident sitzt. Ja, was ändert sich noch? Es kommen noch ein paar Dinge, die ich jetzt nicht groß angeschnitten habe. Wenn ihr zum Beispiel etwas wissen wollt über die neue Kryptosteuer oder andere Aspekte der Steuerpolitik in Österreich, gibt es ein gutes Video dazu von einem anderen Kanal, was ich euch verlinke.
Es kommt das sogenannte E-Rezept, heißt, man muss nicht mehr vom Arzt in die Apotheke rennen mit einem Zettel, sondern das wird alles elektronisch übertragen und du bekommst in der Apotheke das korrekte Medikament, das du haben willst. ÖBB Fahrplan, neue Nachtzüge von österreichischen Städten in andere Städte, zum Beispiel vor kurzem gestartet, der Nightjet von Wien nach Paris ist vielleicht, um sich die Stadt einfach mal ein bisschen anzuschauen, kurz ein paar Tage. Ganz interessant, kann man über Nacht fahren. Ja, das ist unsere kleine Jahresvorschau. Was sich ändert 2022, ich freue mich. Wenn es euch interessiert hat, lasst gerne ein Like da und man sieht sich beim nächsten Mal. Thank you.